Touch-Alarm im Blitzlichtgewitter. Spätestens jetzt ist es kein Geheimnis mehr, dass die zwei ein Paar sind. Ex-Bachelor-Finalistin Angelina Heger und Schauspieler Rocco Stark können beim ersten gemeinsamen Fotoshooting kaum die Finger voneinander lassen, beziehungsweise die Lippen. Der Mann aus dem Dschungel und die Frau aus der Bachelor-Villa sind ganz frisch zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden in der Dominikanischen Republik und Hals über Kopf ineinander verliebt. Rein zufällig, selbstverständlich. Also, ich habe Rocco bei Facebook vor 2 Jahren geschrieben und er denkt, ich wollte ihn anmachen, was gar nicht stimmt. Natürlich nicht. Ich wollte nur was wissen, weil ich habe da gerade meine Facebook-Seite eingerichtet und ich brauchte halt Hilfe. Ich habe mehreren geschrieben, nicht nur Männern. Also nicht nur Rocco. Wir sind in die Karibik geflogen und ich habe gehört, Rocco Stark kommt mit. Da dachte ich mir so, ja gut, nett. Da waren ja auch noch andere dabei. Und ich habe mich aber gefreut, weil ich wusste, okay, jetzt lernen wir uns mal kennen und mal gucken, wie der so drauf ist. Eigentlich sind wir schon ein bisschen aus dem Weg gegangen, oder nicht? Die ersten Tage? Ja. Ja, so neutral. Man hat halt so zusammengearbeitet. Genau. Und dann hatten wir, waren es 3 Tage, bevor wir abgereist sind? Dann hatten wir ein gemeinsames Erlebnis in der Spielhölle. Da gibt es so Spiele, da, so ein Kinderbasketballkorb und... Da hast du Rekord gebrochen. Ja, genau. Ich dachte mir in dem Moment gar nicht großartig, ich dachte gar nicht so an Beziehung. Also es gab einen klitzekleinen Moment, da hätte ich sie gerne geküsst, weil sie sich so gefreut hat. Das war perfekt da am Basketballkorb. Und dann saßen wir im Flugzeug nebeneinander. Und der Flug ging leider halt 10 Stunden und ich hatte irgendwie extrem das Bedürfnis, mich bei ihm anzulehnen. Ja, und dann habe ich es gemacht und dann haben wir halt ein bisschen gekuschelt und da war für mich klar, okay. Ich fand's süß. Ich war ein bisschen überfordert in dem Moment, ehrlich gesagt, weil ich fand's super süß, ich fand's sehr schön, dieser Moment auch am Basketballkorb. Das war schon so ein Magic Moment einfach. Und ich hatte das wirklich schon so verdrängt und da ist mir dann aufgefallen, so okay, nee, es war schon so, wie du gedacht hast an dem Abend. Im Taxi auf dem Weg nach Hause. Haben wir uns geküsst. Der Taxifahrer hat auf jeden Fall sehr schön reagiert, als wir eben dann aus den Utensilien, die uns geschenkt worden sind, eins davon abgegeben haben. Wir haben dann noch schön einen schönen Vibrator geschenkt und der hat sich aber tierisch gefreut darüber. Wir mussten uns natürlich kaputt lachen darüber. Hätten wir nicht so erwartet. Du warst ein bisschen peinlich, sei ehrlich. Du warst ein bisschen peinlich, weil sie dachte, was macht Rocco schon wieder? Aber wenn ich gut drauf bin und mich freue, so dann das ist halt so mein Humor. Ich hatte noch nie einen Mann kennengelernt, der ein Kind hatte, aber dann hatten wir auch uns gleich den ersten Tag danach in Deutschland getroffen und da war die Kleine auch gleich dabei und ich würde mal behaupten, dass die Chemie einfach gleich gestimmt hat und wir haben uns zu dritt alle super verstanden. Ja, wer sich in der Spielhölle kennt oder beziehungsweise lieben lernt, der muss eigentlich wo heiraten? In Vegas, aber möchte ich nicht. Was? Ich möchte in Vegas nicht heiraten. Ja, 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 sagst du jetzt. Warte mal, bis die ganzen Spielautomaten da siehst. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, dann einfach mal einen Daumen hoch bei dem Video. Ihr könnt aber auch total gerne hier Abonnent werden. Kostet nichts.